Rats und herzlich, Kathleen hat ein Shoppingproblem. Die Düsseldorferin kann gar nicht genug von Büchern bekommen, dabei reicht ihr Einkommen kaum zum Überleben. Die RTLZWI-Sozialdoku, Harz und herzlich, gibt Einblicke das Leben der Hartz-IV-Empfänger aus dem Düsseldorfer Süden. Zu den Bewohnern zählen auch Kathleen, Julian und ihre Tochter Viola. Die Familie muss mit ihrem Geld gut wirtschaften, damit sie über die Runden zu kommen. Harz und herzlich, auf RTLZWI, TV-Familie lebt am Existenzminimum, Kathleen geht trotzdem shoppen. Sich ein gutes Leben trotz finanzieller Sorgen aufzubauen? Das ist der Traum vieler, Harz und herzlich, Teilnehmer. Manchmal klappt das mehr schlecht als recht, trotzdem scheinen die meisten Bewohner zufrieden zu sein. Auch die Familie von Kathleen kommt trotz ihrer schwierigen Situation immer zurecht. Doch das Hobby der 38-Jährigen ist ganz schön kostspielig. Kathleen geht völlig in der Welt der Bücher auf, wie die Zuschauer bei Harz und herzlich mitverfolgen können. Einkaufen ist für die 38-Jährige eine ständige Versuchung. Dabei verliert sie oft den Überblick darüber, wie viel sie eigentlich ausgeben kann. Zwar weiß die gelernte Hauswirtschaftshelferin, dass das Einkommen ihres Mannes kaum zum Überleben reicht, doch zu sparen fällt ihr schwer. Harz und herzlich, in Düsseldorf? Trotz Geldsorgen, Kathleen gibt 300 Euro für Bücher aus. Wenn sie einmal nicht vor der RTLZWI-Kamera steht, hat Kathleen ein kostspieliges Hobby. Das Höchste, was ich einmal für Bücher ausgegeben habe, waren über 300 Euro an einem Tag, verrät die 38-Jährige in der Sozialdoku, als bei Harz und herzlich nach ihrer Freizeitbeschäftigung gefragt wird. Jeder Gang in das Büchergeschäft ist für Kathleen eine echte Versuchung. Momentan ist es noch recht gesittet. Das kann sich aber jeden Moment ändern, je nachdem wie viel ich finde. Da kann das dann in einen richtigen Rausch übergehen, offenbart die Düsseldorferin in den neuen Folgen, Harz und herzlich. Harz und herzlich, Kathleen vermutet Kaufsucht, habe es mal mehr, mal weniger unter Kontrolle. Aus der Welt entfliehen und in die Fantasie eintauchen? Davon kann die 38-Jährige gar nicht genug bekommen. Ich versuche nicht zu viel Geld auszugeben, aber ich kann auch nichts versprechen. Es gab schon öfter den Moment, an dem ich darüber nachgedacht habe, ob ich eine Kaufsucht habe. Ich habe es mal mehr, mal weniger unter Kontrolle, offenbart Kathleen in der RTLZWI-Sendung. Durch das Einkaufen entstehen Glücksgefühle und für einen kurzen Moment kann Kathleen ihre Probleme vergessen. Ich gebe nicht jeden Monat viel aus. Das ist immer unterschiedlich, so die Düsseldorferin weiter. Als das Kamerateam von Harz und herzlich Kathleen in ihren Lieblingsbücherladen begleitet, siegt mal wieder ihr Wunsch, die Bücher zu kaufen. Kathleens Bücherkauf hat an diesem Tag über ein Drittel der berechneten Familien-Sonderausgaben verschlungen.